So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike und heute bin ich ausnahmsweise mal wieder an meinem PC und nicht mehr an meinem Laptop. Das heißt, die Musik sollte in dieser Aufnahme etwas weniger stark laggen. Bedeutet, wir können etwas mehr genießen dabei und ich will auch gleich direkt weitermachen mit Mission 21 Healing Touch. Everything makes much more sense now. This von Bald guy is manipulating Black Hole from behind the scenes. Exactly. He's using the Black Hole Army as a tool to leverage his own ambitions. You can thank him for turning this place into a wasteland too. So, we take that old dude down and save the planet, enough said. But we don't even know where he is. Hand me your map. What? There's a welcome camouflage base in the middle of Red Rock Desert. Take this road, it will lead you right to it. Are you serious? Don't let him fool you, he's one of them. Chill, Max, it's cool. Jake, did you fall on your head? Can't you see what he's doing? Think about it. What does Black Hole get by invading a bunch of dried up land? They don't get checked. The army can't be behind this. There's got to be some evil freak job pulling the strings. Yeah, but Jake... Alright, fine. There's no way I'm trusting a word out of anyone from Black Hole. But I'll trust you, Jake, even if I do think that you're kind of crazy. I'm with you too, Jake. Hawkey has pointed the way, let's roll out. Wait, Lash and I are coming with you. Huh? Have you completely snapped? You want to join our alliance? What are you assuming? This way I'll have a better chance to survive, that's all. I'm going to use you, you're going to use me. It's that simple. If you're going to believe what you told us, we might as well trust you. Okay, Hawkey, Lash, you're in. But I'm in charge, what I say goes. I can't believe you're seriously about this. Welcome to our crew, Hawkey. You too, Lash. Spare me. I fight for myself. If you want to save your land, we must go. They're moving out even as we speak. I hear you. Prepare to move out. What is this place? Look at all these of those wrecked units. It's giving me creeps. Black crystals, and there are so many. We called this the Tower of Rebirth. It was used to repair all of the units you damaged. With the power of the crystals, we can completely repair anything in 5 days. The surcharge of your tickery is lifted. This is the source of your endless hoard. Let's take it down. Whoa, 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 slow down, kid. I saw this kind of thing back on Barren Island. Those black crystals are sucking the life out of the land. Those things are so going down, I don't even care what it takes. Jake's right, we can't let this continue. Regardless, we can't move forward as long as they are standing. The black crystals must fall. Well, if this isn't the bird boy betrayer and his squeaky little friend Lash, I was sure your past had been squashed, yet you are here. Yet here you are, how annoying. Kenny, ketchup tipped overgrown hunk of asparagus, you're gonna pay! Oh my, what a fierce little kitten you've become, and such a sharp tongue. You're guilty of treason, and I sentence you to death. I'm the judge and jury now, and my army will be my executor in this axe. Battle software loaded. Turn off your sparker jugger. There's only room for one in this stage. Now then, are you ready, fools? Behold the power of the Tower of Rebirth. Bow down and be back for mercy. Oh Gott, das ist schwer zu lesen, das ganze Zeug. Naja. Missionsziel, wir müssen alle 6 Kristalle hier zerstören. Und das möglichst schnell, bevor die Einheiten hier alle repariert sind. Die einfachste Taktik ist daher, wegrushen. Denn je schneller man das macht, desto einfacher ist es und je länger man braucht, desto schwieriger, denn
Man kann sich vorstellen, nach ein paar Tagen sind diese ganzen 1-HP-Einheiten alle ziemlich stark. Je mehr Kristalle man kaputt macht, desto besser ist es. Das heißt, na gut, wir sind hier in einer normalen Kampagne, da brauche ich ein bisschen länger als in der Advance, weil das ist so ein Level, wo ich sagen muss, hier ist in der Advance-Kampagne deutlich einfacher. Und ich habe mit Jake jetzt einen vierten Skill, den ich benutzen darf. Bin aber noch nicht ganz sicher, was ich damit reinnehme. Also da auf der vierten sind die ganzen Terra-Boni. Also für Straße, Wald, Städte, Berge und für auf der hohen See. Genauso, wenn man versteckte Einheiten hat, haben die auch mehr. Aber insgesamt mag ich die ganze Reihe nicht so gern. Ich bin am Überlegen. Aber ich glaube, das Schlauste hier wäre noch einen Bruiser mitzunehmen. 5% mehr Direct Combat ist da nicht schlecht. Bei Chess dürfen wir ja auch was mitnehmen, denn sie hat ja auch noch 1 erreicht. Und da ist nämlich auf jeden Fall das Glück mit. Ich bin noch nicht sicher, wen ich an der zweiten Armee mitnehme. Hawkey und Lash haben sich uns ja jetzt angeschlossen. Das finde ich toll. Die Frage ist nur, ich glaube, ich lasse die beiden hier sogar drin. Die beiden haben, wenn ich das mal so zeigen darf, sowieso eine kleine Tech-Kombination. Und was ich interessant finde, ist, dass Hawkey auch eine mit Andy hat. Ja, die hier finde ich auch relativ interessant. Also Hawkey ist klar, Flag muss ich dazu sagen, das ist Helmut, das ist sein englischer Name. Und Sonja finde ich hier sehr interessant, weil die beiden, die sind irgendwie so ein Genie-Team. Wir kämpfen hier ja gegen Candy und Chugga. Aber ich will jetzt gar nicht mehr lange rumreden. Ich glaube, das machen wir jetzt. So, ich will jeden Tag mindestens 2 Kristalle zerstören eigentlich. Jake, you must tell me everything you know about these black crystals. What can they do? How durable are they? What's their range of effect? How do... Just take cover, they're coming! Ja. Zuallererst mal möchte ich da unten den Speer kaputt schießen. Ich will nämlich nicht, dass mir da irgendwas in den Rücken fällt. Als nächstes, der hier muss weg. Bevor wir jetzt irgendwas weitermachen. Erster Kristall tot. So. Der hier wird gecaptured. Den Kristall kriegt Hawkey hoffentlich weg. Die Mechanheit möchte ich trotz allem weg haben. Raketenwerfer mag ich auch nicht unbedingt hier haben. Der Jäger muss weg. Genauso wie diese Artillerie. Listen up, Candy. You're gonna eat what you dished out. Only 100 times worse. Don't forget about me, Candy. It's time for some payback. Es ist mal wieder angenehm, mit Hawkey zu spielen. So, zuallererst Kopter runterschießen. Solange das Zeug noch 1 HP hat, ist es wehrlos.
60% gegen den Kristall kriege ich, okay. 104%, das hört sich doch schon wesentlich besser an. Vorne. Jetzt kommt die große Heilaktion. All we have to do is repair our units. We'll win eventually. Jetzt kommen ein Haufen Suicide Attacks. Sammeln ihre Einheiten rund um die Kristalle. Und der Megatank geht out of ammo, das ist nicht so gut. Megatank sogar mit dem MG. Okay, da greift sie doch noch den Bomber an. Die machen jetzt so viel Schaden, weil die gerade 6 Com-Towers haben, wenn ihr euch für den Fall, dass ihr euch wundert, dass das doch so viel macht. Erstmal den Jagdpanzer unten, den ich weg haben. Okay. Dann den Com Tower capturen, damit wir hier zumindest schon mal ein bisschen mehr Power haben und dass die ein bisschen weniger haben vor allem. Als nächstes den Megatank wieder supply. Megatank ist auch mit 7 HP immer noch stark genug, das Teil zu one-hitten. Speer kann jetzt hier den Jagdpanzer finishen. Okay, jetzt die Frage, wie viel Damage macht das? 20%. Ja, ich glaube, das ist genug. Genug zumindest zum Anschwächen erstmal. In dem Level hier wirklich voll in die Offensive gehen. Okay, it's game time. So.
So, zuallererst mal den Jäger wegschießen. Wenn man mit einem Missile schon mal was trifft, dann sollte man es auch ausnutzen. So. Nächste Frage, komme ich da jetzt irgendwie wieder an was hin? Den müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Genau nicht. Schade. Was soll ich mit dem alles? Nix, was ich auch mit dem Mechanheil wegmachen könnte. Darauf, damit irgendwo eine Ablenkung noch ist. Vielleicht kriege ich ihn ja noch. Zumindest haben sie vier in dieser Runde zwei Comtowers weniger, allerdings haben sie jetzt mit den meisten Einheiten auch 5 HP. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ich kürze hier ein bisschen ab. Hätte ich hier nicht wirklich gebraucht. Die Missile brauche ich auch nicht mehr unbedingt. Den Bomber hätte ich aber noch gebraucht. Power bereit. Wie viel hat er der Kristall noch? 11. Und ich ziehe genau 10 ab. Ihr wollt mich doch verarschen. Tja. Bleibt wohl nichts übrig. Ich muss da was wegmachen, sonst geht's nicht. Gedamaged werden. Das ist unter Umständen sogar ganz gut. Thank you.
Beste, was ich erwische. Bleibt leider nicht viel übrig. Die Mission läuft weniger gut, als ich gedacht hatte. Ja, ich finde sie in der Advance-Kampagne sowieso ein bisschen einfacher als in der normalen. Oh. Und das ist ja das, was jetzt noch erschwerend hinzukommt. Tatsache, dass die jetzt hier Fireworks haben. Das Candy jetzt nicht mehr allzu viel kaputt kriegt. What's up now? Oh ja. Jetzt gibt's ein bisschen Heavy Metal. Ich hoffe, ihr mögt Musik. So. Warte mal, ich glaube, ich krieg den mit One tot, ja? Okay. Das heißt, ich schaff's mit Chess erst recht. Powerscore habe ich sowieso schon in der ersten Runde erledigt. Shara, your spherical malfunction. What happened? Black Crystals report fatal error. System not responding. Repair impossible. We can't use them anymore, can we? I was going to finish the allies off here, but now I've changed my mind. I'll be waiting for you. Wait right there. You are not getting away this time. She escaped through a passage leading deeper into the fortress. Move quickly. Right, let's roll. So, das gibt so schöne Technikabzüge jetzt. Das war aber gerade noch ein A-Rang. Gibt trotzdem einen Haufen Punkte, weil ich die ganzen Kristalle geschreddert habe. I see, results are improved depending on your partner. Yeah, you're the bomb chess. So, jetzt kommt die schwerste Mission von allen in dem ganzen Spiel.